Ein herzliches Willkommen auch im Namen des Goethe-Instituts. Bienvenido a todas y a todos. Das Instituto Cervantes und das Goethe-Institut wollen also heute und morgen gemeinsam mit den geladenen Gästen, aber auch mit Ihnen, mit dem Publikum diskutieren, wie die Zuspitzung des politischen Diskurses und die Reduzierung auf Extremismen unsere Wirklichkeit prägt. Das findet statt im Rahmen des, Ignacio hat es erwähnt, der alle 2 Jahre stattfindenden Deutsch-Spanischen Kulturkonferenz. Die bildet den Hintergrund. Denn 2003 unterschreiben die beiden Kulturinstitute, das Instituto Cervantes, das Goethe-Institut, ein Abkommen. Und aus diesem Abkommen entsteht 2005 das erste gemeinsam veranstaltete Symposium in Madrid. Und seitdem findet es alle 2 Jahre immer abwechselnd in Berlin und in Madrid statt. Es geht immer um aktuelle Themen, die auch eine politische Dimension haben. Allerdings, denn das ist der Auftrag von uns als Kulturinstitut, wollen wir nicht Politiker, sondern eben Intellektuellen, Künstlerinnen, Kulturakteuren eine Stimme geben aus Spanien, aus Deutschland, die miteinander in einen Dialog bringen, auch damit wir vielleicht neue Perspektiven finden können auf ganz aktuelle Herausforderungen. Denn wir erleben, wie eine Krise die andere jagt. Und wir haben verfolgen können, wie unter dem Brennglas von der Pandemie und auch ganz aktuell im Zeichen des aktuellen Krieges Entwicklungen wie eben Nationalismus, Populismus nochmals an Aufwind gewonnen haben. Vereinfachung, Verkürzung, Polarisierung, all das treibt die Spaltung der Gesellschaft voran und Separatismusbewegungen sind vielleicht sozusagen einer der extremsten Ausdrücke eines wachsenden sozialen Auseinanderdriftens und was sich zum Teil auch wirklich in Feindschaft, in Hass oder auch in Angst vor dem anderen ausdrückt. Die Frage stellt sich, wie die Demokratie das aushalten kann. Gleichzeitig verzettelt sich das gemeinsame Projekt der Europäischen Union in bürgerfernen Strukturen. Die EU, die auf Werten wie Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte gegründet wurde, kämpft mit einem Demokratiedefizit. Traditionelle und soziale Medien haben auch nicht zu sozialem Zusammenhalt beigetragen, sondern viel eher zur Entstehung oder nochmal Verstärkung von dem, was wir als Eco-Chambers bezeichnen oder eben die Blasen. Doch ich denke, Populismus ist nicht nur ein politisches Phänomen, sondern eines des gesellschaftlichen Diskurses und an dem nehmen wir alle teil und haben damit auch alle eine Verantwortung. Auch deswegen wollten wir einen Schwerpunkt auf das Thema der Sprache setzen in diesem Kongress. Und wie Sprache, Populismus oder gegenseitig sie sich beeinflussen. Um diesen gesellschaftlichen Diskurs zu ändern, brauchen wir ein neues Paradigma. Wir müssen zuhören, bevor wir sprechen. Wir müssen verstehen, bevor wir urteilen und lernen, bevor wir handeln. Unsere Gegenwart zwingt uns, das Kollektive, aber auch Solidarität neu zu denken, traditionelle Formen von Kommunikation zu hinterfragen und alternative Formen des Zusammenlebens zu denken. Dazu gehört das Experimentieren, dazu gehört sicher auch die Möglichkeit zu scheitern. Und ich freue mich auf 2 Tage einer Reflexion, 2 Tage, wo wir Zeit zum Zuhören haben, fürs Voneinanderlernen haben. Und dabei wünsche ich uns und Ihnen viel Freude. Danke.